Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Neddy und heute möchte ich gerne mit euch zusammen meine Haare färben. Wie ihr sehen könnt, habe ich Kupferhaare. Das habe ich jetzt ein halbes Jahr gehabt. Ja, ein halbes Jahr schon her. Und ich möchte jetzt gerne meine Haare braun färben, beziehungsweise suche so eine Farbe, die zu mir passt. Also so ein helles Braun habe ich mir überlegt und möchte euch gerne so ein bisschen mitnehmen. Ich werde mir jetzt zuallererst meinen Ansatz blondieren, weil wie ihr sehen könnt, bin ich von Natur aus sehr, sehr, sehr dunkel. Und das mache ich jetzt zusammen mit meiner Schwester. Wir werden erstmal den Ansatz blondieren und dann die Farbe drauf machen. Und wenn du dich dafür interessierst, welche Farbe ich dafür verwende und wie das Ganze am Ende aussieht, dann bleib gerne dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Das ist die Farbe, die wir jetzt gleich anmischen bzw. auftragen. Und das ist eine Farbe von L'Oreal. Das ist die Farbe Helles Karamellbraun 6.41. Ich fand das von der Verpackung her und von dem Ergebnis sehr ansprechend, weil das auch noch so ein bisschen kupfermäßig aussieht. Ich wollte nicht ganz von dem Kupfer weg, ich wollte eher ja, so einen herbstmäßigen Look haben, also so kastanienmäßig. Und ich bin echt gespannt, wie das Ergebnis an meinen Haaren aussieht. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon relativ hell wieder geworden. Ich habe ja vorher die L'Oreal Preference Haarfarbe verwendet und damit war ich wirklich sehr zufrieden. Jetzt möchte ich gerne eine Typveränderung haben und habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal mit dieser Farbe. Davon habe ich mir zwei Packungen gekauft, weil ich sehr dicke Haare habe. Das ist jetzt meine aktuelle Haarfarbe. Das ist das Vorher. Wer sich für diese Farbe interessiert, kann gerne mal in dieses Video hier reinklicken. Da habe ich euch natürlich auch alles aufgenommen. Und das ist so eine helle Grundlage. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht die Längen blondieren muss, um halt dieses Hellbraun zu bekommen. Ich hoffe, das geht so. Denn von der vorigen Haarfarbe von L'Oreal war ich sehr, sehr, sehr begeistert. Meine Haare sind sehr gut mit der Haarfarbe zurechtgekommen. Also es gab jetzt keine Schäden oder irgendetwas. Und von daher hoffe ich, dass die neue Haarfarbe genauso pflegend für meine Haare ist. Meine Haare mochten die Haarfarbe, aber das ist halt recht schnell wieder rausgegangen, dass ihr das schon mal wisst. Haarfarben halten nicht ein ganzes Leben. Ich habe meine Haare an einigen Stellen ein bisschen nass. Das liegt daran, dass ich gerade noch geduscht habe. Ich gehe nämlich nach der Arbeit immer direkt duschen. Aber in den Längen stört mich das jetzt nicht, weil es wird ja so oder so erstmal der Ansatz gemacht. Das ist sozusagen das Vorher. So ihr Lieben, die Blondierung ist jetzt drauf. Meine Schwester hat das für mich gemacht und das hat sie sehr gut gemacht. Ihr müsst wissen, ich mag das überhaupt nicht, wenn man an meinem Kopf irgendwas macht. Also maximal geht es, wenn man mir den Kopf massiert. Das halte ich aus und das auch sehr gut. Aber ihr wisst, was ich meine. So Friseurbesuch ist gar nichts für mich, sonst würde ich es nicht selber machen. Es ärgert mich einfach, wenn man Haare in die Wimpern bekommt oder Farbe ins Gesicht bekommt und diese Geduld aufzuweisen für einen Look like this ist bei mir immer wirklich schwierig. Aber ich habe meine Schwester machen lassen und so siehe da, es ist noch genug Blondierung da, aber sie hat versucht, so schonend wie möglich zu blondieren, weil wir haben hier es mit einem hochaggressiven, sage ich jetzt mal, Wirkstoff, Chemie zu tun. Das ist nicht ungefährlich und ihr könnt sehen, wie das aussieht. Die Farbe ist schon gut gezogen. Zieht relativ schnell und ich bin sehr, sehr dunkel. Wir haben das Ganze auch gut aufgeteilt. Ich drehe mich auch mal um. Ich werde das Ganze in 5 Minuten auswaschen, weil ich schon ein bisschen Angst habe, dass ich nachher zu hell bin, weil man soll ja nicht so einen krassen Unterschied sehen. Und danach mache ich mir die Haare braun. Hellbraun. Und in der Hoffnung, dass alles gut angesetzt hat, wird das gut aussehen. Ich habe jetzt die Blondierung abgewaschen und das Ganze sieht jetzt erstmal so aus. Hat sehr gut funktioniert. Überall, wo schwarz war, habe ich jetzt blond. Könnt ihr hier sehen. Alles ist weg. Der Ansatz ist komplett weg. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, dass man blond
hat und den Rest rot. Aber so wird es natürlich nicht bleiben. Alles schön geworden. Alles gut. Und jetzt mache ich die Farbe drauf. Wir ziehen die Handschuhe an und dann geht's los. Ich freue mich. Ich hoffe, dass alles so sein wird, wie ich mir das wünsche. Drückt mir die Daumen und los geht's. Ich fange wie immer an mit meinem Ansatz. Wie immer. Das ist ganz klar. Und ich mache alles mit meinen Händen. Also ich benutze keinen Pinsel oder ähnliches. Ich mache alles mit my hands. I didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you. Zu dunkel. Ich hätte mir ein bisschen mehr Farbe in dem helleren Bereich gewünscht, aber vielleicht werde ich noch mal ein bisschen aufhellen und mir dann noch mal eine hellere Farbe holen, weil so ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu dunkel. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie die Farbe bei so einem hellen Haar am Ende aussieht. Nicht erschrecken, it's me. Ich liebe es, wenn Mausi meine Haare macht. Das sieht so schön aus. And I love the look. I love the look. Es sieht so schön aus. Es lässt mich einfach gefühlt 5 Jahre älter aussehen. Und genau das will ich. Ich will einfach reifer und glamouröser aussehen. Es sieht so schön aus. Oh mein Gott, diese Seite ist so perfekt geworden. Ungeschminkt. Und ich fühle mich. Ich finde mich gerade wirklich schön. Und das sage ich wirklich sehr, sehr selten. Ich würde am liebsten jeden Tag so rumrennen, aber ich kann keine einzige Locke selber machen. Das ist all the work of my sister. Das macht sie so schön. Das sieht so toll aus. Ich komme mal ein bisschen ins Licht. Boah, diese Seite ist so perfekt geworden. Wir hatten gerade ein bisschen Zeit. Morgen geht es nach Stolberg, denn meine Süße bekommt morgen ihr Permanent Make-up auf den Lippen. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und wer weiß, vielleicht kann ich mir morgen auch so eine Frisur machen lassen. Es dauert ein bisschen was. Na, also ihr solltet schon so mindestens 15 Minuten einplanen. Aber es lohnt sich. Es sieht so gut aus. Ich liebe es. So Leute, ein kleines Haar-Update. Meine wunderbare Schwester hat mir wieder diese wunderschönen Locken gemacht. Und im Licht kann man das sehr gut sehen, dass die Farbe sich wieder rausgewaschen hat. Ich stehe hier voll eingeengt, so in der Türe. Aber egal, so könnt ihr das am besten sehen. Seht ihr, dass das Kupfer wieder zurück ist? Das hat sich komplett rausgewaschen und ich bin sehr froh darüber.
dass das jetzt wieder raus ist. Das ist so ein kleines Haar-Update nach 2 Monaten. Ich mochte das Braun nämlich überhaupt nicht. Und jetzt ein Back to Kupfer. Okay, ein ganz klein bisschen Braun ist schon noch drin, aber nicht mehr so dunkel. Ich finde es einfach wirklich besser, weil das passt irgendwie besser zu meinem Typ. Und jetzt einfach mal so in der Türe eingeengt. Das ist jetzt die Haarfarbe. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich davon halten soll. Die Haarfarbe wäscht sich auf jeden Fall wieder heraus. Es ist also nichts Dauerhaftes und da bin ich auch froh drüber, weil ich persönlich finde es ein bisschen zu natürlich und ehrlich gesagt auch ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Aber ich persönlich bin absolut kein Fan von braunen Haaren. Ich weiß auch nicht, ob ich das lange haben möchte, weil, wie gesagt, ich finde es halt sehr natürlich und es passt halt einfach auch überhaupt nicht zu mir und auch nicht zu meinem Look und auch nicht zu meinem Style, auch nicht zu meinem Make-up. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann auch meine Klamotten irgendwie nicht so richtig kombinieren, weil es dann irgendwie alles fremd aussieht. Nichtsdestotrotz, ich habe mir die Haarfarbe jetzt einfach mal gemacht, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass die Farbe etwas heller ist. Ist leider nicht der Fall. Auf der Packung sah alles wieder ganz anders aus und das Ergebnis ist wirklich ganz, ganz, ganz anders als das, was ich eigentlich erwartet hätte. Wie gesagt, die Farbe ist für mich komplett neu. Das allererste Mal habe ich mir meine Haare hellbraun, eigentlich sollte es sein, gefärbt und es wäscht sich halt auch schon ein bisschen was raus. Nichtsdestotrotz kommen an einigen Stellen, so wie hier oben zum Beispiel, ein bisschen Blondierung noch heraus. In dem Video könnt ihr auch sehen, dass ich meine Haare blondiert habe, bevor ich die braune Farbe drauf getan habe. Und das hat wirklich relativ gut geklappt. Die Hilfe meiner Schwester war wieder sehr, sehr, sehr sinnvoll. Sie kann das nämlich wirklich sehr gut mit den Haaren. Ich eher weniger und deswegen bin ich da immer sehr, sehr, sehr dankbar, dass meine Schwester mich da unterstützt. Überlege jetzt meine Haare rot zu färben, also so gegen Weihnachten habe ich mir so gedacht und mir auch vorgestellt, dass ich die Haare im rötlichen Bereich wieder tragen möchte. Aber das ist alles noch nicht in den festen, eingewickelten Tüchern, ne? Also das ist alles noch nicht spruchreif. Dennoch wollte ich euch das Ergebnis zeigen. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt. Wenn es dir gefällt, dann kannst du dir die Farbe gerne selber holen. Ich verlinke sie euch unten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du in dieses Video geklickt hast. Wenn du gerne noch weitere Haarvideos sehen möchtest, dann schau dich gerne mal auf unserem Kanal um. Meine letzte Haarfarbe war ein Kupfer, Kupferrot, manchmal war es auch ein bisschen orange. Wenn du darauf stehst, dann klick dich mal hier durch die Videos, die verlinke ich dir einfach mal. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du in das Video reingeklickt hast, dass du so lange dabei warst. Abonnieren nicht vergessen, völlig kostenlos für euch. Und dann würde ich sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao!